Was kann oder sollte man tun, wenn es wieder crasht? Mit dem Thema beschäftigen wir uns im heutigen Video, denn es ist ein Thema, was extrem wichtig ist, vor allem in Phasen, in denen es gut an den Börsen läuft, in denen wir positive Gefühle haben, in denen wir das Gefühl haben, hey, die Börse ist auf meiner Seite, denn es ist bei den meisten Anlegern so, dass sie auf kaltem Fuß erwischt werden, wenn Kurse fallen, wenn der Gesamtmarkt fällt. Und das gilt es eben, um jeden Preis zu vermeiden. Und deswegen beschäftigen wir uns heute im Video damit. Und in den meisten Fällen ist es so, zumindest kriegen wir das aus vielen Gesprächen mit Teilnehmern bei uns in dem Ausbildungsprogramm mit, dass berichtet wird, zum Beispiel, ich habe solche Phasen schon durchlebt, sagen wir mal die Dotcom-Blase oder auch 2008. Das heißt, ich habe Aktien gekauft, ich hatte Aktien, während es dann in so eine negative Phase überging und ich wusste nicht genau, was zu tun ist. Das heißt, man sieht die schönen Gewinne wegschmilzen und weiß nicht, soll ich jetzt bestimmte Aktien vielleicht nachkaufen, soll ich bestimmte Titel vielleicht lieber abstoßen und umgekehrt. Und das ist meistens davon begründet, dass man keine klare Strategie hat, mit der man dann auf solche Situationen reagieren kann. Ich kriege das ganz genauso mit oder habe es mitbekommen jetzt erst kürzlich, dass dann in Phasen, wo es mal richtig bergab geht und das vor allem kurzfristig, gesagt wird, okay, ist das Ganze wirklich doch das? Ich halte das vielleicht sogar emotional nicht aus und ich muss jetzt eine Reaktion hier treffen. Ich muss eine Entscheidung treffen, zum Beispiel Position glattstellen, ganz aus dem Markt gehen und erstmal von der Seitenlinie das Ganze beobachten. Deswegen lass uns mal ins Thema springen. Auf der ersten Seite oder als erstes müssen wir uns immer im Klaren werden und je abgedroschen das auch klingt, was für eine Strategie verfolge ich und was heißt das für mich in Konsequenzen nachhaltig. Gehen wir mal von gängigen Strategien aus. Das heißt, man kann hingehen und sagen, ich investiere einfach sehr breit zum Beispiel in den Markt. Das heißt, ich kaufe einen ETF oder ein ETF-Portfolio, mit dem ich dann hingehe und sage, okay, ich kaufe zum Beispiel jeden Monat Summe X oder ich habe eine Einmalinvestition gemacht, zum Beispiel in sehr breit gestreuten ETF oder auch in nur ganz gewisse Regionen. Und was ist jetzt meine Konsequenz, wenn ich fallende Kurse sehe? Wenn ich eine solche Strategie habe, dann führt das zwangsläufig dazu, dass ich einen sehr langen Anlagehorizont benötige. Das heißt, was innerhalb von ein, zwei Jahren passiert, das ist komplett irrelevant, weil es geht immer nur um die Langfristigkeit. Das heißt, wenn ich an den Aktienmarkt rangehen möchte, dann sollte ich von vornherein, egal was für eine Strategie ich wähle, nicht davon ausgehen, dass ich kurzfristig, das heißt innerhalb von mehreren Monaten oder vielleicht sogar auch ein, zwei, drei Jahren, voraussagen kann, dass ich jetzt eine positive oder negative Rendite habe, weil ich nicht genau voraussehen kann, was passiert. Gerade in ETFs. Die Herangehensweise ist immer, ich brauche eine langfristige Erwartungshaltung und nur dann kann sich diese Zielsetzung von einer durchschnittlichen Rendite, zum Beispiel irgendwas zwischen 6 und 8%, dann auch wirklich einstellen. Wenn man jetzt sich anguckt, was in anderen Bereichen, in anderen Strategien gemacht wird, das heißt zum Beispiel, wenn man in den Bereich von Einzeltiteln geht, dann geht es hin, dass eben einige Personen hingehen und sagen, okay, ich kaufe nur zum Beispiel ganz gewisse Dividendenwerte oder ich beschäftige mich sehr viel mit trendigen Aktien oder mit irgendwelchen Hype-Aktien oder mit Wachstumswerten oder mit Qualitätswerten, mit Value-Werten. Und auch jede dieser einzelnen Strategien führt dann dazu, dass man ganz gewisse Handlungsschritte hat, nachdem man zum Beispiel seine Auswahl trifft. Wir selbst beschäftigen uns ja vor allem mit qualitativen Aktien, also qualitativ hochwertigen Aktien, wie man das erkennt, wie man diese herausfindet, wie man also auch diesen Prozess durchläuft, dass man systematisch auf solche Aktien kommt und schauen dann, wann ist eigentlich eine solche Aktie günstig bewertet, wann ist eine solche Aktie eher teuer bewertet, das heißt, wann sollte ich tendenziell eher kaufen, wann macht es eher Sinn zu überlegen, sollte ich jetzt vielleicht mal einen Teil abstoßen. Und kombinieren das dann ja zum Beispiel mit laufenden Einnahmen, wo eben Monat für Monat dann auch Cashflow generiert wird. Und ich nehme jetzt mal unsere Strategie zum Beispiel als Beispiel. Da ist es ganz wichtig, sich bewusst zu machen, was habe ich für ein Unternehmen, warum habe ich dieses Unternehmen vor mir, weist das eine Qualität auf und was ist die Bewertung von diesem Unternehmen. Das heißt, ist es fair bewertet, ist es überbewertet, ist es unterbewertet. Und wenn ich das weiß, dann kann ich erst, wenn ich diese Strategie klar habe, ableiten, was sind die Handlungsstränge, die ich habe, die Handlungsoptionen, um dann in gewissen Phasen zu reagieren. Und das heißt, diese Vorbereitung, warum kaufe ich gewisse Aktien?
was ist jetzt wirklich der Preis für die Aktie, die ich jetzt zahle? Warum zahle ich diesen Preis? Und was wird das für mich bedeuten, wenn ich das Ganze jetzt in einem, in zwei, in drei, in vier, in fünf Jahren sehe? Was ist meine Erwartungshaltung dagegen? Wir zum Beispiel haben eine gewisse Erwartungshaltung an Rendite, die wir gegen Unternehmen stellen, um unser Chancen-Risiko-Verhältnis zu verbessern, um zu sagen, okay, das ist der Renditeanspruch, den ich zum Beispiel an ein Unternehmen habe. Und wenn der nicht erfüllt ist und ich daraus einen Preis ableite, dann macht es für mich keinen Sinn, das Ganze jetzt zu kaufen. So, wenn ich darüber mir jetzt im Klaren bin, das heißt, ich weiß, welches Unternehmen zu welchem Preis, oder ich weiß genauso in einer anderen Strategie, warum treffe ich jetzt meine Auswahl, dann kann ich hingehen und mir einen ganz klaren Handlungsplan ableiten. Nämlich, wie möchte ich langfristig investiert sein? Das heißt, sehe ich jetzt gerade die Chancen so hoch, dass ich zum Beispiel voll investiert sein möchte? Oder sage ich, ich habe gerade noch zu wenig Aktien, zu wenig Auswahl in dem, was ich jetzt hier treffen könnte, um voll investiert zu sein? Dass ich zum Beispiel die Gewichtung auch nicht zu stark zum Beispiel in ein oder zwei Titel machen möchte, sondern eher etwas breiter gehen möchte. Und dann kann ich mir also überlegen, okay, wenn es jetzt wirklich dazu kommen sollte, dass dieses Unternehmen, was ich auf der Liste habe, zum Beispiel jetzt unterbewertet wird, was mache ich bei einer gewissen Anzahl der Unterbewertungen? Das heißt, wenn es zum Beispiel 10% unterbewertet ist, fange ich dann schon an zu kaufen? Oder erst zum Beispiel, wenn es 20% unterbewertet ist? Das sind dann genau die Situationen, wo ich weiß, was kann ich tun? Wie kann ich kaufen? Da gibt es verschiedene Strategien, mit denen man dann solche Käufe im Endeffekt einleiten kann. Auch, dass es mental das Ganze einfacher macht. Man weiß dann aber, was mache ich in den einzelnen Situationen. Und das ist mit das Wichtigste, was wir für die Vorbereitung auf einen Crash machen können, weil wir eben genau wissen, warum verfolge ich die Strategie, wie kann ich die Strategien in einzelnen Situationen umsetzen und dann aus so einer solchen Phase mental das viel besser regeln kann und deutlich gestärkt meistens herausgehe. Wir haben das bei uns selbst gesehen, wir haben das bei Teilnehmern bei uns gesehen. Wenn ich einen mentalen Anker habe zur Strategie und genau weiß, wann kann ich welche Sachen machen, wann machen welche Dinge Sinn, dann ist es viel, viel einfacher, uns nicht von Gefühlen leiten zu lassen, kein Bauchgefühl anzuwenden, sondern zu sagen, ich treffe diese Entscheidung rational aufgrund dieser und dieser Tatsache. Und gerade in solchen Phasen, wenn es ungemütlich wird, wenn auf einmal das Hintergrundrauschen kommt, wenn Medien auf einmal von der ganzen Seite sagen, diese Zinsen werden jetzt steigen, deswegen passiert das und das, diese Unternehmen haben das und das reported, das wird noch weiter den Bach runtergehen, so und so viel Schulden, die noch weiter auf uns zurollen. Das hilft in diesen Situationen, um zu wissen, was sind die einzelnen Entscheidungen, die ich jetzt treffen kann, die ich auch treffen sollte, um dann eben gestärkt mit einem Portfolio auch daraus hervorzugehen. Jetzt gibt es natürlich auch andere, die dann sagen, okay, wir beschäftigen uns zum Beispiel mit dem Thema Hedging, wir beschäftigen uns mit dem Thema Absicherung. Das kann man alles machen. Wir zeigen auch mit gewissen Strategien, was da möglich ist. Wir sehen nur in der Realität, dass das in den meisten Fällen Rendite kostet und nicht effizient ist, um es wirklich nachhaltig umzusetzen. Weil eine Sache ist ganz wichtig, wir wollen nicht den Markt timen. Wir wollen nicht überhaupt irgendwann versuchen, das Hoch oder das Tief bei einer Aktie zu bestimmen, weil das bringt Stress rein, das bringt Unsicherheit rein und genug oder hunderte, tausende, zehntausende Menschen haben es bewiesen, dass es so nicht funktioniert. Wir beschäftigen uns also deswegen immer damit, wo habe ich die höchste Erwartungshaltung, die höchste Chance in einer Strategie, aber auch gleichzeitig mit geringstem Risiko. Das ist das, was man, wenn man sehr tief in die Einzelanalyse geht, wenn man sehr tief in Einzeltitel reingeht, eben dadurch erreichen kann und das minimiert es. So, für dich jetzt aber nochmal als Fazit, was kannst du tun, wenn es um so einen Crash geht, wie kannst du dich vorbereiten? Egal wo du gerade stehst, ob du schon Erfahrungen gemacht hast mit deiner Strategie, ob du jetzt gerade anfangen möchtest, werde dir darüber klar, was ist meine Strategie und dass du die einzelnen Komponenten, die deine Strategie beeinflussen, eben durchdringst, dass du weißt, worauf kommt es an? Was sind vielleicht auch die Achillesfersen dieser Strategie? Das ist ganz wichtig, sich darüber bewusst zu sein, weil nur zu wissen, hey, wenn es gut läuft, dann wird das eine tolle Strategie. Das ist keine Sache, die du nachhaltig verfolgen wirst, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Sondern auch bewusst zu sein, was sind eben diese negativen Dinge, die auf mich zurollen können. Und dann für dich zu entscheiden, okay, wie könnte ich dann darauf reagieren? Wie würde ich auch reagieren? Und vor allem sich mental damit zu beschäftigen,
eben hinzugehen und was dann in einzelnen Phasen auftritt. Ganz wichtig, es ist dann immer noch, wenn man sich darüber bewusst geworden ist, eine mentale Herausforderung. Das heißt, das Hintergrundrauschen an der Börse wird nicht weggehen. Die mediale Präsenz von negativen Nachrichten ist sehr, sehr stark, gerade wenn es in solchen Phasen kommt. Und deswegen ist es ganz besonders wichtig, dass du dich darauf fokussierst, was funktioniert. Und was ich dir dabei noch sagen kann, was immer wieder hilft, ist eine mentale Unterstützung, dass du dich auf eine Gemeinschaft auch verlassen kannst, die genauso tickt, die nicht einfach wie die Masse in dem Markt mitschwimmt, sondern weiß, wie kann ich selbst konkret umsetzen und von solchen Phasen in Crash dann zum Beispiel profitieren, weil ich weiß, welche Titel kann ich kaufen, welche Sachen kann ich kaufen, um dann eben auch strikt das umzusetzen und dadurch eben langfristig deutlich höhere Renditen auch zu erreichen. Wenn das für dich interessant ist, wie immer www.pmlingner.de, vereinbare einfach ein kostenloses Erstgespräch und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und wenn du dich jetzt gerade noch weiter mit dem Thema beschäftigen willst, dann schau dir einfach das Video, was ich hier zum Ende verlinkt habe, doch gerne nochmal an. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute an den Märkten und bei deiner Geldanlage. Ciao.